Hallihallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession von The Long Dark. Ich habe mein OBS diesmal komplett neu eingestellt, Fazit, ich habe es gelöscht und neu installiert. Und ich denke und hoffe, dass es jetzt besser läuft wie vorher. Zumindest ruckelt es fast nicht mehr. Ja, ich weiß nicht warum, das alte OBS wollte nicht so ganz. Jetzt habe ich das neue und was heißt neu? 21.0.1. So ein bisschen in der Beta, aber ich bin bis dato sehr zufrieden. Also ist eine coole Sache. Ja, ich hoffe, das passt so. Wir machen mal eine Stunde und ich hoffe, die Aufnahmen sind dann ganz okay. So, was müssen wir machen? Wir müssen die Jagdgründe suchen. Wo sind die denn? Die sind hier, das ist dann gerade auslaufen. Schlafsack. Das sind halt, wie gesagt, die 10 Kilo, die der haben will. Und das sind halt echt knackig. Waffe haben wir mit. Müssen wir noch schnell schauen, ob wir die Knarre dabei haben. Jo. Okay, läuft. Dann laufen wir mal von dannen. Es könnte sein, dass meine Stimme etwas zu laut ist. Muss ich sie später dann noch bearbeiten. Im schlimmsten Fall. Ah, warte, bevor wir uns wieder verlaufen, das ist so. Und dann müssen wir hier entlang. Es wird Zeit, dass wir ins neue Kapitel kommen, weil mir fehlt eine Mütze und die Klamotten von uns sind auch nicht mehr ganz so safe. Und ja. Deswegen würde es mich sehr erfreuen, wenn wir das hier bald hinter uns lassen können. Wir müssen ein paar Stecken mitnehmen. Liegen hier noch welche rum? Juhu! Gibt es hier welche? Nein. So, läuft alles. Ja, alles super. Okay, top. Ich bin begeistert. Sogar auf 60 FPS jetzt. Wow. Happy Hippo bin ich da doch. Hätte ich doch mal früher machen können. Aber nö. Hab jetzt auch keine 28.000 Szenen mehr. Sondern nur noch 3, 4. Einfach ein bisschen besser eingestellt. Oh Gott. Schritt für Schritt. Ich habe immer Angst, dass wir uns da was brechen. Bartflechte nehmen wir uns mit. Hasen tun wir uns ein bisschen schwer. Ich denke, wenn wir nachher noch die Rehhaut bekommen, dann müssten wir es, glaube ich, schaffen. Mit den ganzen Nicht-Erfahrungspunkte. Och, wie heißt's? Vertrauenspunkte. Weil dann können wir das noch lernen mit der Blaupause, dass wir uns so kleine Schneehütten bauen können. Und das wäre halt schon mega cool. Würde uns vielleicht für die Zukunft sehr, sehr, sehr viel helfen. So, jetzt müssen wir bald da sein. Hoffe ich mal zumindest. Und dann gebe ich mein Bestes mit dem Gewehr hier. So, stecken reicht jetzt erstmal. Ah, okay, den noch, den noch. Und dann ist gut, dann ist gut. So, hier um die Kurve. Und dann werden wir safe. Jo, da vorne noch ein bisschen Bartflechte mitnehmen. Okay. Grrr. Alter, komm, nimm mit.
Ach, wäre das schön, wenn ich wieder wüsste, wo wir wären. Wir müssen ja auch wieder drankommen. Ich glaube, hinter dem Hügel, ne? Jetzt finden wir ewig viel von dem Zeug, aber in der anderen Aufgabe haben wir nichts gebacken bekommen. Hasi! Das ist die Bahnschiene. Wir müssen viel weiter links. Wenn wir die Bahnschienen sehen. Also wir gehen jetzt mal da hoch. Und dann einen Zacken nach links. Freundchen, warum tust du jetzt so schwer mit Laufen? Okay. Ach, das sind die Wolken. Ich denke die ganze Zeit, da hat jemand ein Feuer an. Da unten sind die Bahnschienen. Krass. Wie einfach wieder komplett falsch sind. Wir sind irgendwo hier. Ach, ich hasse das. Ich hasse es so sehr wieder. Viel zu nah an den Schienen dran. Guck mal, wir sind hier. Wir sind hier! Das Spiel will mich immer ärgern. Diese Map zum Heulen. Zum Heulen. Das ist das. Du würdest den ganzen Rotz hier 10-mal besser überleben, wenn man sich nicht immer verlaufen würde. Echt bemerkenswert. Ja, so ist das. Hälfte an Müdigkeit verloren. Krass. Können wir denn hier durch? Ja. Dann gehen wir mal hier hin und hoffen. Nee, da ist der Funkturm. Jetzt raff ich gar nichts mehr. Oh, warte, hier ist der Fluss. Das sieht gut aus. Das hast du davon, du Mistviech. Das hast du davon. Blödes Tier. Oh, die Temperatur. So, mein Freundchen. Also, gut. Guck mal, da gibt es aber noch das alte Feuer, was wir gemacht haben. Okay. Mach einfach mal das Feuerchen an. So, dann nehmen wir mal ein bisschen Fleisch, tun wir mal gar, dass wir wieder voll sind mit Essen. Temperatur ein bisschen hochpimpen. Und wir machen uns einen Kaffee. Weil bis wir zu Hause sind, das ist wieder eine Ewigkeit. Ich kenne den Jungen, ich kenne ihn ja. Was zum Trinken immer auch. So, dann müssen wir das noch kochen. Dass es wieder safe ist. Okay, perfekt. Einmal essen. Und einmal trinken. Ach, hätten jetzt den Kaffee trinken können. Das wäre jetzt besser gewesen. Ja, ist ja gut.
Wie sieht's aus mit Temperatur? Gut, sehr schön. Laufen wir weiter. Wir sind nämlich jetzt hier und laufen einfach diesen Bach entlang. Da unten sind sie. Dich nehme ich noch mit. Wir schleichen uns mal heran und hoffen das Beste. Wie viel haben wir denn? Wir haben 3. Scheiße. Boah, sind die aber auf Geräusche aus, hä? So, das Reh backt ein bisschen fest. Komm schon, komm schon, komm schon. Wie nah können wir denn hingehen? So, es blutet mal vor sich hin und... Ah, da sind die Tropfen. Boah, wie weit rennst du jetzt? Oh, nicht zu weit, komm. Jetzt bin ich mal gespannt, wie weit es läuft. Die Jagdgründe haben wir gefunden. Perfekt. Das Gute ist, es läuft schon mal in die Richtung, wenn wir nachher nach Hause müssen. Und ich hoffe, dass das wirklich 10 Kilo dabei hat. Hier. Wo ist es denn jetzt hin? Da hinten. Hätten wir nur einmal halt richtig geschossen, dann wäre das besser gewesen. Es läuft halt immer noch. Headshot im Lauf, hä? Da soll man sagen, ich könnte sich 9,3 nur. Willst du mich verarschen? 2 Stunden. Da muss ich Fazit noch mal eins killen. Geht noch alles? Alles noch gut? Alles noch gut? Oh, es wird sogar etwas wärmer. Sehr gut, jetzt sind wir nur überlastet, ne? Ah, es geht sogar noch. Dann essen wir das mal. Das ist das Fischli, was wir noch hatten. Und noch was trinken. Und wir sollten, glaube ich, das Gewehr nachziehen. Wir haben noch 4 Patronen. Oder auch mehr. So. Wir brauchen jetzt noch 1 Kilo. Dann hätten wir aber 2 Häuter. 2 Häuter. Ja, Häuter. Nicht Euter, Häuter. Und dann kriegen wir das sicher hin. Mit dem Vertrauen. Vom Jäger. Der ist doch da hinten, ne?
Okay, mein Freund. Wäre halt schön, wenn ich dich ein bisschen besser sehen könnte. Perfekt. Haut nimmer mit. Müdigkeit, noch alles okay. Wäre halt schön, wenn wir denn doch noch ein bisschen Fleisch für uns halt noch mitnehmen. Ah, ich weiß, jetzt bist du ein bisschen am Meckern. Oh, es geht so noch. Er kann noch laufen. Gut, Mission geschafft. Wir laden mal nach. Und dann würde ich mal sagen, ja, latschen wir nach Hause. Perfekt. Wie er Hunger hat. Wie er übelst Hunger hat. Was haben wir denn sonst noch dabei? Nix mehr. Na, hab ich Pech gehabt. Dornhorsch halt Pech, Kid. Bis wir wieder zu Hause sind in der Hütte. Und da haben wir einen Ofen, dann können wir alles braten, was wir möchten. Boah, das ist Sprinten, ne? Wahnsinn. So übelst voll gepackt. Sonst geht's uns gut, sonst geht's eigentlich uns gut, ja. Ist halt nur ein bisschen arschkalt. Und ich habe wieder keinen blassen Schimmer, wo wir laufen müssen. Das ist ein Baubau. Hier sind wir. Wir laufen dahin. Da oben hin. Da dure. Schaut ziemlich interessant, was gibt es denn hier zu entdecken? Dich haben wir gekillt im Lauf. Ich glaube, wir müssen einfach den Berg hier hoch, weil der Wolf, ich glaube, da haben wir keine Chancen, da vorbeizukommen.